Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Freitag, 4. Dezember. Wir nähern uns mehr und mehr dem Jahreswechsel. Und jetzt hier natürlich den Euro-US-Dollar in der heutigen Beschau zu haben, ist natürlich fast nahezu logisch nach dem gestrigen Event, nach dem gestrigen EZB-Impulsen, die der Euro gegenüber dem US-Dollar hier ablieferte. Doch, kleinen Moment, bevor wir starten, möchte ich Sie darauf hinweisen, was JFD hier in Kürze zu feiern hat. Vielleicht hat es der ein oder andere schon mitbekommen. JFD feiert im Dezember seinen 4. Geburtstag und lädt dazu ein, hier an einer Prepaid Commission teilzunehmen. Dazu wird es in der kommenden Woche am 10. und der Woche drauf, am 17. Dezember, auch noch Webinare dazugeben. Aber hier auf der JFD-Website, auf der Startseite, können Sie hier praktisch an reduzierten Handelsgebühren teilnehmen. Das galt bislang nur für Fieldtrader und für entsprechenden Umsatz. Und das ist jetzt praktisch geöffnet für jedermann, der hier praktisch, und das ist gerade im Intraday-Bereich durchaus wichtig, seine Handelskonvention schrägstrich seine Performance dadurch praktisch anheben kann. Wirklich interessant und definitiv einen Blick wert. Ich lege es Ihnen ans Herz, dass Sie sich das mal näher anschauen. Wie gesagt, Webinare, E-Mailing und dergleichen wird es in Kürze noch geben. Doch wir weisen jetzt in Kürze oder besser gesagt vielmehr in den nächsten Tagen immer wieder darauf hin, dass es hier wirklich einen Schmankerl gibt, dass es sich abzuholen lohnt. Denn Handelskommissionen sind hier ein ganz elementarer Anteil am Trading, gerade eben im Intraday-Bereich. Insofern umso interessanter, wenn Sie hier natürlich da auch einen Vorteil erfahren können. Und diesen völlig legitim, das wissen Sie, JFD Just Fan Direct ist hier Programm. Kommen wir jetzt dazu, wenn Sie zum Beispiel auch fair handeln wollen, zum Beispiel in Euro gegenüber US-Dollar, dann sehen wir hier mal so ein paar Bewegungen und die Preisstellung von JFD Brokers natürlich. Aber es gibt auch andere Handelsplätze. Ich will mal eine kleine Fantasiekerze zeigen. Schauen Sie das mal an. Hier gibt es immer mal Wunderkerzen, sei es in der Nacht oder sei es eben bei anderen Anbietern, wo man praktisch hier, wenn man da die Handelsplätze mal durchgeht, tatsächlich Unterschiede feststellt. Hier lege ich Ihnen auch ans Herz, einen Broker zu wählen und da eben JFD Brokers beispielsweise, um natürlich hier wirklich mit fairen Preisen auch ausgestattet zu sein. Und genau darum soll es jetzt gehen, die Preisentwicklung beim Euro gegenüber dem US-Dollar. Was ist passiert? Wir haben bei der EZB-Sitzung gestern natürlich hier einen klaren Impuls bekommen in Sachen dessen, dass es zunächst bei der Höhe bleibt des Anleiheaufkaufsprogramms, dass es hier im Endeffekt eine klare Richtung gab, bis wann es laufen sollte, etc. etc. Der Markt hat hier sicherlich mehr erwartet und letztlich ist die Idee die, ja, dass der Markt mehr oder weniger enttäuscht wurde und dass natürlich dann hier ergo wieder Euro bullisch aufgenommen wurde. Heute Nachmittag allerdings, und das ist sehr, sehr wichtig, hier die Information dahingehend, dass es natürlich auch wieder die Non-Farm Payrolls geben wird und das kann die Karten direkt nochmal mischen, kann direkt nochmal zu starken Bewegungen führen. Doch welche Chancen hat denn Euro-US-Dollar jetzt hier insbesondere vor sich, beziehungsweise was kann hier passieren? Das schauen wir uns jetzt mal an und da sehen wir hier sehr schön im Wochenchart erstmal, dass wir hier sehr dynamisch zurückgekommen sind über das Level 1082, 1083. Das ist hier eine Supportzone, die sich seit dem Frühjahr hier ausbildete. Das ist schon mal per se bullisch. Wenn die Kerze so bleibt, Schrägstrich sich weiter ausbaut, dann ist das hier ein schönes Umkehrsignal. Zugegebenermaßen hätte ich mir gerne noch ein Stück weit tiefere Preise vorgestellt, um hier sozusagen ja, gegebenenfalls aufzuspringen auf einen Longzug, auf die Idee hier eben das Ganze sozusagen zu erhaschen. Gestern starke Bewegung für einen Spike Richtung 1,05, Schrägstrich kurz drunter hat es nicht gereicht. Vielmehr sattelte eben der Euro-US-Dollar dann jetzt hier schon nach oben auf. Aber heute Nachmittag wird es nochmal sehr, sehr interessant. Und dann Mitte Dezember natürlich ohnehin, wenn die Fed hier entscheiden wird, wie es im nächsten Jahr dann weitergeht. Schrägstrich die Zinsentscheidung wahrscheinlich dann auch schon diesen Monat. Wird spannend. Letztlich hier auf Wochenbasis haben wir einen Widerstand unmittelbar voraus. 1,10, 1,1035. Gestern hat es Euro-US-Dollar nicht ganz geschafft, in diesem Bereich vorzudringen, aber mit 458 Pips eine enorme Bewegung hingelegt. Und Sie sehen hier die Vorwochenkerzen. Da war rückläufige Volatilität Programm. Also das war hier definitiv schon sehr zäh, schon sehr schwierig in Anführungszeichen. Der Markt hier wirklich lethargisch nach unten gelaufen. Aber mit dem gestrigen Move, gegebenenfalls ist hier mal der Knoten wieder geöffnet worden. Letztlich hier oberhalb von 1,082 die Tendenzen, dass das Währungspaar weiter ansteigen kann, durchaus gegeben. Schauen wir uns das mal
auf Tagesbasis an. Wir sehen hier die gestrige Kerze. Hier gab es schon auch hier in der Momentum-Indikation, Schrägstrich bei anderen Oszillatoren, Indikatoren, hier positive Divergenzen und das eben hier seit Ende Oktober, Anfang November. Sie sehen hier den Preisverfall, aber die rückläufige Volatilität, die kleineren Tageskerzen sorgten eben dann auch dafür, dass hier die Divergenzen mehr und mehr sich ausbildeten und mit dem gestrigen Move und eben hier insbesondere über 1082, 1083 ist im Prinzip der Startschuss gegebenenfalls gefallen für weiter anziehende Preise. Das Level von 1,10, 1,1035 hat hier sozusagen einen Zwischencharakter, einen psychologischen Charakter. Vielmehr ist als klares Widerstandslevel das Level von 1,1155 nunmehr auszumachen. Und mit saisonalen Rückenwind, wie Sie wahrscheinlich schon gesehen haben, stehen die Chancen mal gar nicht schlecht, dass Euro-US-Dollar hier prinzipiell weiter anziehen kann. Der Punkt ist auch der, dass der US-Dollar-Index hier an der 100-Punkte-Marke gescheitert ist. Schwache Vorstellung dahingehend. Die Woche ist nicht vorbei. Die Non-Farm Payrolls können ja das Bild sicherlich nochmal wandeln, aber rein aus der aktuellen Lage heraus scheint der US-Dollar-Index sich hier den Kopf gestoßen zu haben. Dazu werden wir gegebenenfalls heute, spätestens in der nächsten Woche, nochmal was liefern zum US-Dollar-Index. Letztlich per se, wenn der US-Dollar-Index nochmal durchschnaufen mag, bevor er dann wahrscheinlich den dreistelligen Bereich signifikanter überwindet, dürfte hier Euro-US-Dollar dann auch entsprechend davon profitieren und hier durchaus weiter nach oben ziehen können. Heute zu den Non-Farm Payrolls kann es wieder wild werden, kann es wieder sehr volatil werden. Das heißt, Spikes nach unten, Spikes nach oben sind durchaus möglich. Darauf muss man sich einstellen. Auch eine Spread-Ausdehnung natürlich, also zu den News dürfte es wild hergehen. Entscheidend ist, dass wir hier über 1,082, 1,083 aus der Woche gehen. Das wäre auf jeden Fall ein positives Signal für die kommende Woche und für die darauffolgenden Tage. Bis eben zur Fed-Zinsentscheidung dürfte Euro-US-Dollar dann eigentlich im Taumel einer weiteren Aufwärtsbewegung nach oben laufen. Gehen wir unter 1,080 aus der Woche, dann ist sicherlich die Situation die, dass man auch davon ausgehen darf, dass hier 1,046-Preise unter 1,05 nochmal angesteuert werden. Das muss man sehen. Rein technisch, wie gesagt, gestern mit dieser Power Candle, mit diesem Movement, sind hier sicherlich einige große Adressen auch auf dem falschen Fuß erwischt wurden. Andererseits ist hier eine klare Positionierung erfolgt. Und wenn das heute nicht definitiv wieder abverkauft wird, und dann kann man hier zum Beispiel die Tageskerze eben hernehmen und sich hier sozusagen an dem Fibonacci-Level mal orientieren grob. Und dann sieht man hier das 50er-Level. Und dann kann man hier mal den Preis nehmen, 1,075 roundabout. Also hier genau die Mitte dieser Candle. Und das sollte, wenn es Spikes gibt, eigentlich genügen, um hier wieder nach oben aufzudrehen, wenn diese Power Candle mehr als relativiert wird. Und das wäre eben hier unterhalb des 61er Retracement Levels, unterhalb des 61er Levels hier unter 1,069 kann man davon ausgehen, dass dann eben die Power Candle so sehr relativiert ist, dass das Ganze dann auch hier zu einer weiteren Schwäche führen dürfte. Sehe ich aber aktuell, wie gesagt, nicht, auch vor dem Hintergrund der Saisonalität. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Zum Euro gegenüber dem kanadischen Dollar hatten wir auch gestern, halt vorgestern im Devisenradar-Webinar schon was Interessantes gesagt. Das deutet auch da weiter anziehende Notierung an, also insofern wirklich spannend, was denn da heute hier noch passieren wird. Grundsätzlich im Stundenchartintervall jetzt hier eine Konsolidierung nach den starken Aufwärtsmoves von gestern. Völlig legitim. Auch hier kann man sich sozusagen mit den Fibonacci-Levels behelfen, um sozusagen mal auszumachen, wo der Markt denn stoppen könnte. Hier am 38er-Level, und da sind wir hier im Bereich knapp unter 1,082, 1,083, wäre eine gute Möglichkeit gegeben, dass der Markt eben hier wieder stoppt und nach oben anzieht, denn dann wäre hier eine Minimalkorrektur sozusagen vollzogen. Der Markt insofern im Sinne des Bewegungskorrekturimpulses sicherlich dann auch befriedigt dahingehend, dass es nicht zu steil nach oben geht, sondern eben eine Konsolidierung erfolgt wäre. Und das scheint hier ganz interessant zu sein. Also halten Sie Euro-US-Dollar im Auge. Meines Erachtens sehr, sehr interessant. Wenn sich die Power Candle von gestern halten kann, dann sieht das eigentlich eher so aus, dass hier die Preise weiter steigen dürften. Und dies eben hier mit Blick auf die kommenden Handelstage. Warten wir ab, was passiert. Ich hoffe, Sie hatten gestern einen erfolgreichen Tag, sind auch so heute gut in den Tag gestartet. In der kommenden Woche wird das Devisenradar Montag, Dienstag und Mittwoch leider terminlich entfallen. Das nächste Devisenradar gibt es dann erst am Donnerstag wieder. Das mal als kleine Info vorweg. Aber nichtsdestotrotz wünsche ich Ihnen schon mal eine gute Zeit. Im Stream, wie gesagt, werde ich es auch nochmal ankündigen. Und ansonsten ein gutes Händchen bei den Non-Farm Payrolls. Am besten erstmal warten, bis sich der Staub gelegt hat und dann weitere Tendenzen ausloten. Bis dahin sage ich jetzt erstmal viel Erfolg bei allem, was Sie angehen. Ihr Christian Kämmerer, ich wünsche schon mal vorab ein schönes Wochenende. Beste Grüße und ciao.